The past few days, when I've been at that window upstairs, I've thought a bit of the shining city upon a hill. The phrase comes from John Winthrop, who wrote it to describe the America he imagined. What he imagined was important because he was an early pilgrim, an early freedom man. He journeyed here on what today we'd call a little wooden boat, and like the other pilgrims, he was looking for a home that would be free. I've spoken of the shining city all my political life. But I don't know if I ever quite communicated what I saw when I said it. But in my mind, it was a tall, proud city built on rocks stronger than oceans, windswept, God blessed, and teeming with people of all kinds living in harmony and peace. A city with free ports that hummed with commerce and creativity. And if there had to be city walls, the walls had doors, and the doors were open to anyone with the will and the heart to get here. That's how I saw it and see it still. And how stands the city on this winter night? More prosperous, more secure, and happier than it was eight years ago. But more than that, after 200 years, two centuries, she still stands strong and true on the Granite Ridge, and her glow is held steady no matter what storm. And she's still a beacon, still a magnet for all who must have freedom. For all the pilgrims from all the lost places who are hurtling through the darkness toward home. We've done our part. And as I walk off into the city streets, a final word to the men and women of the Reagan Revolution, the men and women across America who for eight years did the work that brought America back. My friends, we did it. We weren't just marking time, we made a difference. We made the city stronger, we made the city freer. And we left her in good hands. All in all, not bad. Not bad at all. And so, goodbye. God bless you. And God bless the United States of America. Hallo und herzlich willkommen. Was ihr gerade gesehen habt, war ein kurzer Ausschnitt der Rede von Ronald Reagan. Und Ronald Reagan, sehr bekannter US-Präsident des 20. Jahrhunderts, auch immer noch sehr beliebt äh, unter republikanischen Anhängern, ähm, hat dieses Bildnis benutzt, diese Metapher von Amerika und von den Vereinigten Staaten als The City Upon a Hill. Dieses Bildnis, das hat er nicht selbst erfunden, das hat er von einem damaligen Puritaner, der, ich glaube, im 16. oder 17. Jahrhundert auf dem Schiff Alberta ähm, von Vereinigten Königreichen in die ähm, amerikanischen Kolonien gegangen ist. Und dort hat dieser John Winthrop eine Rede gehalten auf dem Schiff vor seinen Gefolgsleuten. Und dort hat er von Amerika geredet als dieses Projekt dieses Shining City upon a Hill, was er selbst auch aus der Bibel hat, dass Amerika für sie als Christen sozusagen das soll so als eine Art Vorbild für alle anderen sein. Also das ist diese eine Stadt, die da oben ist, die man aus dieser Position von allen möglichen Positionen erblicken kann. Und das war natürlich noch weitaus religiöser konnotiert unter John Winthrop als jetzt unter Reagan. Aber wie gesagt, Reagan benutzt diesen Begriff jetzt in seiner Rede damals, ich glaube, dreimal. Und es war für ihn eine sehr wichtige Rede, weil er damit konnotiert hat, dass Amerika so eine Art Vorbildfunktion ist. Eine Shining City upon a Hill. Und wichtig ist auch, dass dies Reagans letzte. Sag ich mal, offizielle Fernsehansprache war als Präsident der Vereinigten Staaten. Und Reagan war aber auch sehr kontrovers. Zum Beispiel seine Steuerpolitik, äh, wobei viele Kritiker sagen, dass diese Steuerpolitik äh, sehr viele soziale Ungleichheiten geschaffen hat. Sein harter und militaristischer Kurs gegen die Sowjetunion, die Aufrüstung der amerikanischen Militärindustrie, aber dennoch hat er in seiner Abschlussrede alles schön konnotiert. Nun ja. Und um was geht es jetzt eigentlich? Und zwar geht es um das Framing. Und das Framing hatte ich ja auch schon im letzten Video erklärt zum Agenda-Setting. Wir haben ja vier zentrale Begriffe. Zum einen die Selektion, welche Medien werden dargestellt. Die Auslassung, welche Fakten oder welche Berichte werden ausgelassen. Das Priming. Wie viel redet man über ein Thema? Und dann haben wir letztendlich das Framing. Und wir haben ja in den ersten drei Begriffen, Selektion, Auslassung und Priming, geht es ja letztendlich darum, dass die Medien nicht das komplette Abbild der Realität für uns wiederum reproduzieren und uns auch suggerieren, die Themen, die natürlich von denen auf die Agenda gesetzt werden, welche Themen anscheinend jetzt wichtig sind, darüber reden zu müssen. Beim Framing ist es wiederum ein bisschen anders. Und da gibt es auch im Agenda-Setting und generell im Framing in den Kommunikationswissenschaften verschiedene Ansätze. Aber jetzt gucken wir mal ganz einführend, was dieses Framing eigentlich genau bedeutet. In dem Framing geht es darum, dass man nicht einfach nur Fakten darstellt, sondern es geht darum, wie man Fakten darstellt, wie diese konnotiert sind, also mit welcher Bedeutung. Das geht mit Bildern, das geht mit der Sprache an sich und das wird ja auch so gemacht. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, gehen wir mal weg von den ganz abstrakten Beispielen der Nachrichtenmedien. Ihr kennt es ja wahrscheinlich alle. Hier dieses Glas hier. Was meint ihr jetzt? Ist es halb voll oder ist es halb leer? Nun ja, um euch, um auf eine Seite zu kommen, müsst ihr eine Perspektive eingehen. Wenn ich jetzt sage, dieses Glas ist halb leer, dann hat es ja eine ganz andere Konnotation, also in der Semantik, in der Sprachbedeutung. Leer ist etwas Negatives. Das kann auch suggerieren, okay, bitte nachfüllen, wenn ihr zum Beispiel im Restaurant sitzt. Und euch dann äh, der Gegenüber fragt, ja, und bei dem steht die Wasserflasche, äh, wie viel hast du noch in deinem Glas? Ja, das ist halb leer, dann suggeriert es selbstverständlich nicht nur, wie viel Inhalt da drin ist, sondern dass die Person wahrscheinlich denkt, okay, jetzt sollte ich nachfüllen, weil das eine eher negative Konnotation ist. Wenn ich sage halb voll, dann nehme ich natürlich eine ganz andere Perspektive ein. Also es ist keine faktische Darstellung, die wir haben, sondern man versucht aus einem bestimmten Frame, aus einem bestimmten Rahmen die Realität darzustellen. Und das kann man aus der Perspektive, aus der Perspektive, aus der Perspektive, obwohl es vermeintlich um den gleichen Gegenstand geht, um den gleichen Sachverhalt, kann man durch Sprache eine ganz andere Wirkung erzeugen. Und nicht nur in der Politik ist das Framing ganz wichtig, sondern auch in der Werbung, im Marketing selbstverständlich. Jetzt überlegt euch zum Beispiel: Wir haben jetzt verschiedene Biersorten, ja, und wie wird über diese diese Bierprodukte, ja, wenn man das mal so sagen kann, also ich nehme jetzt ganz ganz schlimme, äh, wie werden diese denn geframed? Wir haben bei Beck's zum Beispiel, da haben wir ganz oft auch dieses äh, Schiff, was im Hintergrund ist, da haben wir diesen dieses Abenteuer, diesen Thrill, Kreativität, Mut, Freiheit, man ist auf einem Schiff, auf der offenen See, das suggeriert ja was ganz, ganz anderes. Wenn wir jetzt bei Jeva sind, ähm, dann sind die da irgendwo, keine Ahnung, so, so am Strand oder sowas, an der Küste, der Leuchtturm steht dahinter, das ist so, man hat die Kontrolle, die Ruhe, die Ordnung. Wiederum anders hat man jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, bei Warsteiner oder Radeberger, da werden ja immer irgendwie, da wird ja die Dresdner Semper gezeigt und so, und da werden ganz andere Sachen wieder dargestellt, ja. Das ist so eine Art Premiumprodukt ist so für, für ganz tolle Anlässe. Also was ganz anderes, was zum Beispiel Becks versucht und was auch Jever versucht. Das ist total interessant. Obwohl es eigentlich nur um Bier geht, ja. Um die gleiche Biersorte, irgendein Pilz oder so. Es ist eigentlich das gleiche Produkt, aber man versucht durch Sprache und durch Bildnisse natürlich, versucht man eine andere Message zu übermitteln. Weil ein Wort hat zwar einen lexikalischen Grundbegriff. Nehmen wir zum Beispiel ein Hund, ja? Was ist ein Hund? Ja, das ist äh, zoologisch das und das und das. Aber es bringt ja ganz viele andere semantische, äh, sag ich mal, Gegebenheiten in euch vor, was man ja versucht auch hervorzubringen, ohne es explizit auch sagen zu müssen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund zeige, ja, so ein, keine Ahnung, ein Weimaraner oder, oder so ein Collie oder so, dann suggeriert das ja für euch letztendlich. Ein Kuschelhund, was schönes. Vielleicht hattet ihr mal selber einen Hund und assoziiert damit irgendwie der beste Freund des Menschen oder sowas, je nachdem. Und die gleiche Person, wenn ich den jetzt zum Beispiel so, ich sag mal jetzt, nimm jetzt dieses ganz schlimme Wort, ich weiß leider nicht, welches anderes ich benutzen wollte, diese Kampfhunde, ja, wie sie so allgemein genannt werden, ob das jetzt fair ist oder nicht, dann kommen damit ganz andere Assoziationen in euch vor. Obwohl es eigentlich um den gleichen lexikalischen Begriff geht. Aber dadurch, dass ich Bilder und Wörter verändere, kommt in euch was ganz anderes vor. Wir haben also einen Rahmen gesetzt, durch den man erst schauen muss, bevor man den eigentlichen Fakt erkennt. Wenn es zum Beispiel über Autowerbung geht. Dann wird ja auch durch dieses Framing suggeriert, wer diese Zielgruppe sein soll. Und auch nicht nur, wer diese Zielgruppe sein soll, sondern welche Assoziation damit einhergeht. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Auto haben, ja, ähm, und da fährt jetzt so ein jungscher Kerl mit drei Tagebart, ja, jetzt gab es ja diese T-Rock-Werbung von VW, was ist denn das, irgendein SUV oder sowas? Ähm, und dann ist da dieser kleine Steinbock der da am Ende Angst hat äh, vor diesem auto obwohl er in der ganzen Werbung davor sich mit allen anlegt dann assoziiert das natürlich so eine Art ich bin der stärkere ja mit diesem auto äh, bin ich unverwundbar äh, ich habe Freiheit und das wird damit assoziiert obwohl wir gar nicht genau wissen um was es eigentlich letztendlich geht. Es wird nichts über den Spritverbrauch gesagt. Es wird nichts über, keine Ahnung, über alles andere über das Auto gesagt. Man sieht es nur von außen, diese Person, die dieses Auto fährt, also diesen stereotypen, äh, sage ich mal, jungen männlichen Karrieremenschen mit seinem Dreitagebart tage bart ähm, Und dieser Drei-Tage-Bart, natürlich, was soll das assoziieren? Dass man natürlich weg von dieser Norm ist, ja von dieser Konformität, dass man sich rasieren muss, sondern dass es ihm egal ist und dass man halt irgendetwas Individuelles dem Konsumenten, den Adressaten sozusagen zeigen will. Oder wenn wir uns ein anderes Beispiel angucken, na, ich rede ja viel über Beispiele, aber es ist unglaublich interessant, nehmen wir mal dieses Wort hm, Asyltourismus. Ja, das kam ja jetzt äh, öfter mal von der AfD. Äh, dann auch von der CSU. Was assoziiert ihr mit diesem Wort Tourismus? Ja, Urlaub. Ja, dass man das freiwillig macht, dass es irgendwie schön ist. Und durch diese Assoziation, durch diesen Rahmen werden ja auch andere Sachen ausgeblendet. Wenn ich zum Beispiel Asyltourismus sage, dann wird ausgeblendet, dass es Leute gibt, die zum Beispiel flüchten, weil sie es müssen, weil sie darin keine andere Chance sind, weil sie dazu gezwungen werden, regelrecht. Und das wird durch dieses andere Framing, dadurch, dass dieses Wort benutzt wird, Tourismus in Verbindung mit Asyl, wird eine ganz andere Konnotation hervorgerufen. Und das passiert einfach nur, weil wir als Menschen kategorisieren. Weil es schneller geht, weil es einfacher ist, weil es uns zu einem evolutionären Vorteil gebracht hat. Wir können ganz schnell kategorisieren. Aber das wissen ja die Marketingfirmen, das wissen auch die Menschen in der Politik, egal welche Partei. Und deswegen haben wir nicht nur wie im Agenda Setting, dass wir bestimmte Themen auf die Agenda setzen durch Selektion, dass wir bestimmte Themen auslassen, dass wir durchs Priming bestimmten Themen ganz viel Aufmerksamkeit schenken, also sozusagen aus diesem Kuchen, wenn das jetzt diese Realität ist, nicht nur sagen, so suggerieren, ja, das ist jetzt ein Teil der Realität, und dadurch suggerieren, also dem Adressaten, das sind jetzt die wichtigen Themen, weil wir benennen sie ja, deswegen reden wir darüber, also äh, hör ganz gut zu, das sind die wichtigen Themen, sondern wir können auch diese eigentlichen Fakten auch noch durch dieses Framing, man sagt ja ganz oft auch, ähm, manche Leute gucken durch diese rosarote Brille, ähm, dass wir die Ansicht auf diese Fakten auch noch verändern. Wir haben jetzt zum Beispiel, dadurch ein Beispiel äh, von, einer äh, von der Kommunikationswissenschaftlerin, äh, von der Professor Wheling, glaube ich, bestimmte Wörter in unserem Sprachgebrauch haben ja ein bestimmtes Geschlecht. Nehmen wir mal Schlüssel, ja, der Schlüssel männlich. Wenn wir jetzt aber nach Spanien gehen, nach Frankreich, glaube ich, La Clé, in Spanien weiß es gerade nicht genau, da ist das Wort Schlüssel weiblich. Und jetzt hat man geguckt, okay, jetzt hat man Leute gefragt, was assoziiert ihr eigentlich mit Schlüssel? Und im Deutschen war es so, dass man typische männliche Sachen, sage ich mal, assoziiert hat. Ja, das ist so ein Stumpf, das ist hart, das ist eckig, ja, so typische Stereotype damit assoziiert hat. Und im Spanischen, weil dieses Wort ja weiblich ist, dass der Schlüssel in Spanien nicht mit den gleichen Sachen assoziiert wurde wie jetzt in Deutschland, sondern mit weiblicheren Sachen wie, das ist klein, ja, das ist kompliziert und so. Und das ist ja der Witz. Dadurch, dass wir Menschen und wir sind nicht die rationalen, vernunftbegabten Wesen, die wir immer zu glauben zu sein scheinen, wir lassen uns immer und immer wieder manipulieren. Durch Marketing, durch politische Messages, durch Agenda-Setting und auch durchs Framing, ohne dass wir das genau wissen, weil das alles automatisch in unserem Gehirn abläuft. Äh, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei eurem nächsten Bewerbungsgespräch seid und euch die Leute dort von der Personalabteilung fragen, ja, äh, wo und wo sehen sie ihre Probleme, dann dreht doch dieses Framing einfach um. Und das ist nämlich die Taktik, wie man aus dieser Manipulation rauskommt, auch aus diesem Deutungsrahmen, ja, den andere versuchen zu framen, dass man den versucht zu brechen, diesen Frame kaputt zu machen, beziehungsweise einen anderen Frame zu benutzen, dann sagt einfach so, nö, ich sehe das nicht als Problem, ich sehe das als Herausforderung. Und schon habe ich ein anderes Framing geschaffen. Eine Herausforderung ist was Positives, ein Problem ist eher was Negatives, was uns belastet, eine Herausforderung ist etwas, an das ich wachsen will, dadurch werde ich besser, wenn ich mich daran abarbeite. Und das ist nämlich der Trick, wenn ihr seht, dass andere Leute bestimmte Sachen anders framen und so den Fokus auf bestimmte Sachen legen, dann versucht doch einfach mal dieses Framing zu brechen. Es ist also immer so, dass bestimmte Wörter nicht nur diesen einen Begriff innehaben, diesen lexikalischen Begriff, sondern immer Assoziation hervorruft und durch diese Assoziation auf den eigentlichen Fakt, der vielleicht auch ganz viele Sachen darstellt, ja objektiv, wenn ich das mal so sagen kann, versucht man natürlich und gerade im Marketing nur auf positive Sachen einzugehen. Zum Beispiel, dann sagt man jetzt nicht ähm, 10% Fettanteil, sondern 90% weniger Fett zum Beispiel, dass man versucht, das positiv zu konnotieren und den Rahmen euren Blickwinkel eigentlich auf eine bestimmte Art zu lenken und so wurdet ihr schon längst manipuliert. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Nächste Woche versuche ich, ganz ehrlich, versuche ich das nächste Video meiner Red Scale Reihe rauszubringen. Ich hoffe, ich krieg's äh, zeitig hin. Wenn nicht, dann äh, werden wir uns mit den zwei da hinten mal beschäftigen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Die haben ja noch keine Namen. Äh, ihr habt ja schon ein paar gute Vorschläge gebracht. Schauen wir uns das mal an. Also dann, ich wünsche euch noch einen schönen Start in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal, euer Seth.